Und damit herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations, dem Let's Play, Mega Play, was auch immer, Tagebuch, nehmt wie ihr es wollt. Jo, wir sind auf dem Weg zur Hatikvas Entscheidung, um vielleicht mal ein paar Xenon zu jagen. Oh, scheiße. Lass mich dahin, aber sowas von schnell. Oh, schnell wieder weg hier. Alter Falter. Was ist los? Warum kann ich nicht vernünftig steuern? Jetzt geht's. Ah. Egal, Schild aufbrauchen, wegboosten hier. Auf gar keinen Fall. Das sind doch... Das sind doch Xenon massiv hier. Und das ist auch noch ein inaktives Sprungtor, wo ich hinfliege. Ich voll Trottel. Eieieiei, okay, gut. Kommen wir da von hinten. Und ich vermute mal, gefährliche Region. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Sie scheint mir das Schild abzuziehen. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt nicht mehr boosten kann. Eisantrieb kann ich ja benutzen, ne? Ja. Frage ist, versuchen wir uns jetzt hier durchzumogeln. Die Frage ist nur, wo kann ich dann da hin? Okay, da hinten ist ein Tor. Wir versuchen uns mal dahin durchzumogeln. Mit dem Reiseantrieb. Das ist auf jeden Fall schneller als alle Xenon. Wow, ich wollte zwar Xenon jagen, aber das ist mir dann doch zu arg. Vor allem, wenn die hier zwei Korvetten haben, ganz viele kleine Jäger. Hier ist nochmal... Na, die scheinen mit anderen Dingen beschäftigt zu sein. Okay, Augen zu und durch. Ja, ganz klar, Xenon-Station hier. Ja, und diese gefährliche Region sorgt dafür, dass wir keine Schilde mehr aufbauen. Na gut, da fliege ich jetzt drunter durch, das passt. Ist auch nur ein Sonnenkraftwerk, der dürfte keine nennenswerte Verteidigung haben. Da ist ein Beschleuniger. Mal gucken, wo dieses Tor hinführt. ...20 Kilometer werden wir es wissen. Jetzt ist mir das Herz doch ein bisschen in die Hose gerutscht. Eieiei, hier ist ja auch noch richtig Xenon-Betrieb. Aber ich bin voller Reiseantrieb. Also da sollten wir durchkommen. Und sogar ein Schlachtschiff der Xenon. Ja, die haben mich auch befeuert, aber... Oh, Hatikvas Entscheidung. Hier komme ich raus. Erreiche System. Hatikvas. Tatsächlich. Dann wissen wir jetzt... Ja. Okay, gut. Schild baut sich langsam wieder auf. Wir gehen mal hier raus. Jo, das war so jetzt natürlich nicht geplant. Aber jetzt haben wir unbewusst... Ah, ich wollte mich auch eh gucken, weil da so viele Xenon... sind, wo die denn jetzt auch alle genau herkommen. Das konnte ja eigentlich auch nur hier sein, aus dem Tor. Und hier hat es ja richtig gescheppert. Hier ist ja alles zerstört worden, inklusive Konstruktionsschiff. Ja, aber es ist natürlich klar, wenn das hier direkt zu einem Xenon-Sektor führt. Und ich habe hier nur am Rande gekratzt von dem. Das erklärt dann doch einiges. Echse, Mineralien. Okay, da sind auf jeden Fall Xenon. Das sind aber auch zwei Korvetten. Ah, weiß ich nicht, mit zwei Korvetten. Wenn das jetzt einer gewesen wäre, hätte ich jetzt nichts gesagt, aber... Ah, und da ist sogar noch ein Schlachtschiff. Oder ein Zerstörer viel mehr. Sollte ich akut noch nicht machen. Alligator, Mineralien, Alligator, Mineralien. Ja, das sind natürlich die ganzen Schürfer jetzt von dem Patriarchat, die natürlich durch den Xenor-Sektor müssen. Also wenn die das so machen wie ich, deswegen ist der auch ganz schön angeschlagen hier.
wenn die das so machen wie ich, einfach so durchschlüpfen, könnten die Glück haben. Aber das erklärt natürlich, warum hier alles Matsch ist. Wenn sogar noch hier ein Xenon-Zerstörer rummacht. Das Einzige, was ich jetzt echt machen könnte, wäre hier zu gucken, dass jeder Kleinkram, der hier von den Xenon rauskommt, dass ich den irgendwie attackiere. Damit er vielleicht nicht zu der Gruppe hier aufschließen kann. Ja, Sperrliste habe ich, hatte ich was Entscheidung. Gut. Xenon sollte ich auf jeden Fall da hinzufügen. Ja, und das Ding ist natürlich, Leute, also Schiffe, die jetzt nach Hadikwas Entscheidung 3 wollen, müssen jetzt diesen Beschleuniger da verwenden. Jetzt bin ich gerade da. Genau. Müssen natürlich diesen Beschleuniger hier verwenden und laufen natürlich Gefahr, von den Xenon hier abgefangen zu werden, gerade wenn die so einzeln kommen. Eventuell kommt auch irgendwann mal ein Argonenschiff vorbei. Der Argonenzerstörer, weil die registrieren natürlich das hier, ne? So ist es nicht, also da, die wissen schon, dass da was ist. Aber haben vielleicht jetzt gerade nicht die Kräfte oder sammeln sich jetzt irgendwo. Das sieht man ja natürlich jetzt alles leider nicht hier. Da ich natürlich auch nicht weiß, wie genau ist diese KI jetzt hier programmiert oder diese ganze Hintergrundsimulation, kann es natürlich auch sein, okay, der will auf jeden Fall zurück ins Tor. Wo ist er hin? Okay, schon wieder weg. Schade, ich dachte, er will jetzt hier durch wieder und will zurück zu seinen Freunden, aber dann hätte ich ihn nämlich abgefangen, definitiv. Alligator, ja, ist alles, Mineralien. Alles Patriarchat. Ja, natürlich klar, die nutzen den kurzen Weg. Ansonsten müssten die ja, glaube ich, ja gut, sie könnten hier rumfliegen. Das ist Teladi-Gebiet, aber das wollen sie vielleicht gar nicht. Ja, könnte ruhig noch mal irgendwie also ich sag mal so, mit ein paar Schiffen mehr, also einer kleinen Flotte, wo halt auch alles so ein bisschen, also ich da nicht das einzige Ziel bin, würde ich es dann auch versuchen tatsächlich. Ich würde es dann auch versuchen, mit dem Zerstörer aufzunehmen. Aber alleine macht das wenig bis gar keinen Sinn. Und leider, leider kommt hier auch aktuell gar kein, kein Xenon durch. Gut, dann warten wir trotzdem. Da wäre jetzt wieder einer. Wenn der nicht gleich wieder verschwindet im... Naja, der will definitiv ans Tor. Ja gut, die haben natürlich die Echse, Lindwurm, Mineralien. Die haben natürlich die gleichen Fähigkeiten, so wie ich das eben in dem Xenon-Sektor genutzt habe, schlüpft der natürlich mit seinem Reiseantrieb hier einfach durch. Also ich hätte ihn irgendwie treffen müssen, dann hätte es vielleicht geklappt, dass ich ihn da raushole. Ich muss dann auch direkt am Tor warten, weil so in der Zwischenposition, wo ich jetzt hier bin, können die natürlich dann auch relativ schnell beschleunigen auf dem Reiseantrieb und sind dann weg. Weil die kleinen Biester sind auf jeden Fall schneller. Gut. Es könnten theoretisch Höhlenteile verkauft werden.
Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass keiner Höhlenteile verkaufen will. Also vielleicht bin ich auch echt zu ungeduldig, aber ich halte jetzt einfach mal an. Vielleicht bin ich auch echt zu ungeduldig, aber also die Händler haben ja funktioniert, dass die Sachen verkauft haben, die die Station herstellt. So ist es ja nicht. Ach ja, die habe ich ja auch noch. Stimmt. Da hatte ich ja auch eine Eingebung. Cybera hatte mir ja geschrieben, dass es Arkensteak beim Split geben sollte. Das könnte ich mir natürlich auch noch mal überprüfen. Jetzt hier irgendwie noch mal. Ja, Satelliten im feindlichen Gebiet benötigt. Das ist ja alles schön und gut. Aber wir haben ja eben gesehen, dass das Tor hier doch an der anderen Seite relativ gut bewacht ist. Ja, greift die Xenon das Sprungtor und den Superhighway an. Sieht fast so aus, weil das nämlich wackelt. Das wäre ja mal eine neue Erkenntnis. Das wüsste ich nämlich jetzt auch nicht. Ob die auch die Infrastruktur zerstören können. Ich meine, dass sie dann notfalls wieder aufgebaut wird, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube aber eher, die sind unzerstörbar. Man kann die zwar wahrscheinlich ziemlich weit kaputt schießen, aber so richtig kaputt auch wieder nicht. Und eigentlich wäre es ja super. Alligator, Mineralien, Stromtor, Tarn. Weil alles, was zerstört wird, wird auch irgendwann wieder aufgebaut. Alligator, Mineralien. Und alles, was wieder aufgebaut wird, benötigt Höhlenteile. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber dass wir hier warten, macht eigentlich auch keinen großartigen Sinn. Ah, aber da kommt auf jeden Fall schon mal. Also das funktioniert, gekauft wird der Kram. Und das war mir auch klar, weil das muss einfach gekauft werden. Das Hüllenteile ist halt einfach das, was gebraucht wird. Frage ist halt, ob ich selber einen Preis festlegen sollte. Aber gut, das ist jetzt die andere Sache. Ja. Gut, machen wir mal Folgendes. Ich stehe mal auf und lasse meinen Piloten wieder ran. Nemesis, Verteidiger. Oder meine Pilotin in diesem Fall. Und du sollst jetzt machen wir das Ganze manuell erstmal. Genau. Flieg bitte erstmal hier hin. Da sollten wir an den Xenon eigentlich schnell vorbeischlüpfen können, weil wir ja in den Sprungturm müssen und hier nicht an der Superhighway. Und wir gucken mal, ob es denn bei den Split wirklich Agnostik gibt, wobei ich da ja auch schon mal gesucht hatte. Ich glaube, die Enzyklopädie hatte ich ja auch schon mal ist übrigens witzig, dass Agnostik hier überhaupt gar nicht aufgeführt sind. Ja, wahrscheinlich, weil ich sie noch nicht entdeckt habe. Erreiche System, stiller Zeuge. Das hat man ja schon bei den Produktionsmodulen gemerkt, dass die Höhlenteile-Produktion, die es hier nun mal definitiv gibt, nicht angezeigt wurde. Ah, stimmt, stiller Zeuge. Ah, der hat noch den alten Befehl drin, weil hier wollte ich hier ursprünglich hinfliegen. Ja gut, wenn er jetzt hier gleich angekommen ist. Ja, ich muss mich echt dran gewöhnen, jedes Mal einfach komplett alle Befehle zu löschen. Aber das passiert halt, wenn man den alten, man kann ja jetzt schon
entfernen. Wenn man einfach das Ruder mittendrin übernimmt, aber das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung vorhin in diesem Xenon-Sektor. Das hätte nämlich auch ganz anders ausgehen können. Und auch wenn ich jetzt eine Korvette fliege, aber da waren mindestens 2 Xenon-Korvetten, 5 Jäger, da mache ich dann auch nicht viel. Da würde ich mich dann höchstens mit dem Zerstörer dann daran trauen. Ich bin jetzt extra manuell jetzt erstmal hier hingeflogen, damit ich dann in aller Ruhe... Erreiche System, Profit Center Alpha. Bei der Handelsstation war ich doch, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, da war ich schon. Aber... habe ich da schon mal geguckt? Also das Problem natürlich auch, wenn man halt auch nicht so die Zeit hat, regelmäßig weiterzuspielen, hat man natürlich dann irgendwann das Problem, dass man dann auch nicht mehr weiß, was man alles schon mal eventuell gemacht hat, weil, wie gesagt, diese Suche nach dem Agnus-Deg ist ja nun auch schon etwas länger her. Und da Sibera, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der meinte bei den Split, wobei ich glaube, Mart 74 auch schon irgendwas, aber weiß ich gerade nicht, was, wo ich da nochmal hätte gucken können, aber ist egal, ich fliege jetzt einfach dahin und ja, gucke mal, was jetzt noch so passiert. Ah, okay, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, dass die beiden Jäger der Cobra jetzt etwas dichteren Abstand folgen, das ist okay. Unter einer Dreiecksformation verstehe ich eigentlich auch was anderes, aber gut. Warum ist jetzt das Konstruktionsschiff eigentlich noch hier? Ist der Dockbereich immer noch nicht fertig? Nö, also theoretisch könnte der jetzt wieder abziehen. Da ist der Dockbereich. Da können jetzt 3 M-Schiffe Platz haben und 6 S-Schiffe. Das wird spätestens mit der Nanotronik-Fabrik sowieso dafür sorgen, dass ich noch ein paar mehr Schiffe irgendwie zuweisen muss. Ja, erinnert wirklich irgendwie so einen Zylonenjäger aus Battlestar Galactica. Aber ich werde sowieso sehen, dass ich mehr oder weniger alle Schiffstypen mal haben und begutachten will. Ja. Hallo? M. Seeschwalbe. Verteidiger. M. Ah, ich befürchte, bis ich da bin. Aber, oh, der hat aber auch nicht mehr viel, der... So. Jetzt habe ich ihn gerettet. Das hätte nämlich auch schief gehen können, mein Gutser. Gucken, ob noch ein Dankeschön kommt. Wahrscheinlich nicht. Nemesis, Verteidiger. Ich stehe jetzt einfach wieder auf, weil er macht ja jetzt... Das ist jetzt der Vorteil, er müsste jetzt dann wieder zum Andocken weiterfliegen. Ja, aber ein Dankeschön scheint es nicht zu geben. Und wie das dann halt immer so ist, macht er natürlich nicht. Auf Signal warten, du brauchst auf kein Signal warten, du kannst jetzt weiter fliegen. So, bitteschön.
Ja, sind auf jeden Fall schon mal wieder bei 1 Million Credits. Ich will jetzt gerade mal schauen. Oh, der Händler hat auch gut Profit gemacht. Ah ja, und hier sehen wir schon, natürlich sinkt jetzt so langsam der Preis fürs Invidium, weil natürlich ausreichend da ist. Deswegen macht es auch wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn, der Bergbau-Queen jetzt ein größeres Schiff zu geben. Außer man sagt ihr, du sollst alles sammeln. Wobei das geht, glaube ich, nicht. Man kann nur eins auswählen. Ja, stimmt. Man kann ja nur eins auswählen. Also geht das schon mal nicht. Aber trotzdem, es ist ja immer noch ein schönes Sümmchen. So ist es ja nicht. Ja, und bei den Ziad-Split kann ich ja nicht gucken auf der Handelsstation. Da komme ich ja nicht drauf. Die greifen mich zwar nicht an, außer die Lasertürme, aber... Erreiche System. Sengende Niederlage. Also hier war ich doch schon mal, oder? Also ich kann mich gerade hier so an dieses Bild erinnern, dass ich da auch schon mal eine, Anführungsstrichen, Abmoderation gemacht habe. Und dass ich diese Station hier oben eigentlich auch schon hier... angeflogen habe, sagt eigentlich auch schon alles. Ja gut, wir fliegen jetzt einfach nochmal dahin. Das ist... Was soll's denn? Ja gut, scheinbar gibt es nicht mehr Wasserstoff als das jetzt hier. Stellen wir hier nochmal Ressourcensonde raus. Auge um Auge, was haben wir denn hier? Das können wir doch mitmachen. Ich lade die Verteidigungsstation, zerstöre kriminellen Verkehr. Wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das machen wir mal so nebenbei mit dann, wenn wir dann bei der Handelsstation von den freien Familien gewesen sind. Ist allemal besser, als irgendwie nur hier durch die Gegend rumzulungern. Moment. Ich grüße Sie. Hi, hi. Aber wenn ich da... Was ist denn hier los? S. Die wollen hier eine Station bauen. Quatsch, da oben ist das Ziel. Ja, das wollen wir doch mal verhindern, oder? Das geht ja mal gar nicht. Man merkt, Schilde haben die viel. Das war's dann aber auch schon. Tuning Software nehmen wir natürlich mit. S. Da ist der nächste. Ja, die wollen hier eine Station bauen. Das, die beliefern wahrscheinlich gerade. Gibt ein bisschen Loot und vor allem halte ich die ein bisschen auf jetzt mit ihrem Vorhaben. Das ist schon wieder eine Überfallgruppe. Oh, der wehrt sich sogar hier. Aber da habe ich mit meiner Korvette natürlich keine Angst, weil es ist kein Militärschiff, diese Energiehändler hier. Okay, aber wir hatten doch hier... Oh, Moment. Ach du Scheiße, nee, da. Okay, da baller ich jetzt. Da baller ich jetzt nur noch
den hier weg und dann mache ich mich aus dem Staub. Ballern zwar ein wertvolles Konstruktionsschiff da jetzt da hinten weg, aber das sind mir zu viele. Ein Bergbauschiff, noch eins. Ah, wobei, Moment, der kommt hier einzeln, so wie es ausschaut. Wenn die einzeln kommen, weil so ein Bergbauschiff hält natürlich auch einiges aus, dann kann ich den mitnehmen, wenn die einzeln kommen. Ich muss noch verdammt aufpassen. Ich muss nur verdammt aufpassen, dass ich nicht zu nah daran gerate. Aber das sieht gut aus. Wenn die Einzelnen kommen... Auf der anderen Seite sind alle... Die sind alle mit dem Bergbauschiff beschäftigt. Wenn ich die einzelnen wegsnacke, das sind alles nur M's, oder? M. Aber wenn die jetzt alle auf mich einmal umschwenken, habe ich natürlich ein großes Problem. Das Bergbauschiff hat noch einiges. Also schauen wir mal. Notfalls muss ich mich wegboosten. Rechtzeitig. Ist mir eigentlich viel zu riskant, was ich jetzt hier mache. Nee. Sorry. So leid mir, ob das Bergbauschiff tut. S. Das Konstruktionsschiff tut. Dann hau ich lieber das S nochmal weg, dann schade ich der Infrastruktur mehr. Ich weiß nicht. Also da bin ich jetzt doch ein kleiner Schisser. Hier, so welche, die weit weg boosten, weil sie Schaden gekriegt haben. Oh, der will abhauen. Der weiß, was ich vorhab. Verdammt. Okay. Dann schließe ich den wenigstens das Baulager jetzt hier zu Klump. Egal, was ich jetzt mache, ich schade denen auf jeden Fall. Lassen die Container auch gleich kaputt schießen, weil ich gar nicht weiß, ob die Xenon die aufsammeln. Auf jeden Fall schade ich den schon mal. Container auch wegballern. Container. 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 Alles, was die neu ranschaffen müssen, ist ein Vorteil. Na gut, die knacken natürlich das Ding. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin hin und her gerissen, aber wisst ihr was? Egal. Wir brauchen Konstruktionsschiffe auf dieser Welt, in diesem Universum. Aber ja, das Gefecht gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Seid gespannt, ob ich drauf gehe oder
dem Container, sag ich schon noch, dem Konstruktionsschiff helfen kann. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.